Wir stehen auf, wir drehen auf, gemeinsam sind wir stärker und werden die Welt befreien, die Welt befreien, die Welt befreien, yeah. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gemacht und auch geschafft, nämlich die Speed Challenge. Mit sehr viel Glück haben wir sie geschafft, war sehr knapp am Ende, wir haben das mit einem einzigen Leben nur geschafft. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne angucken. Heute machen wir nochmal eine Challenge. Und zwar eine, die wir schon gemacht haben. Auch wenn wir natürlich noch die XXXXXXXXXXXXXL Challenge haben, die wir noch gar nicht gemacht haben. Und ja, die anderen haben wir alle schon mal probiert. Aber auf die habe ich so gar keine Lust, weil es da nur große Ebenen gibt. Und keine Ahnung, ich finde das langweilig. Deswegen machen wir die irgendwann mal später. Heute machen wir auf jeden Fall die Onan-Spec-Challenge nochmal. Die ich ja auch schon mal irgendwann in einen Livestream versucht hatte. Und guck mal, jetzt haben wir trotzdem eine Basement XL-Ebene, auch Mano. In dieser Challenge geht das auf jeden Fall darum, wer es nicht mehr weiß, ist ja schon ein bisschen her, dass wir auf jeden Fall Judas sind, mit natürlich seinem coolen Buch, mit seinem Book of Belial von Anfang an. Was ist das denn? Obsessed Fan? Wow, wir haben einen Fan, der sich nicht bewegt. Geil. Okay, warte, der folgt uns bestimmt nach einer, ja, der folgt uns nach einer Zeit. In dieser Challenge sind wir auf jeden Fall Judas. Machen relativ viel Schaden. Wir haben auf jeden Fall Chocolate Milk, womit wir unseren Schuss aufladen können. Und sobald wir aber einen Schuss nicht treffen, also wenn wir keinen Gegner treffen, dann... Oh Gott, nein, das ist schlecht. Oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir besser getroffen, immerhin. Wenn wir einen Schuss nicht treffen, dann verlieren wir ein Leben, beziehungsweise ein halbes Leben. Oh, das sieht interessant aus. Das hätte ich gerne. Und aus diesem Grund wollen wir einfach nicht getroffen werden. Beziehungsweise wollen ganz viele Leben haben, dass wir wenigstens ein paar Mal nicht treffen brauchen. Oder damit wir ein paar Mal daneben schießen können. Und am Ende dieser Challenge, die übrigens bei Isaac endet, das heißt, man muss sogar relativ weit gehen, was blöd ist, aber okay. Dann würden wir bekommen Kidney Stone. Den Kidney Stone. Das ist ein passives Item. Guck mal, da haben wir unsere Bombe, das ist schon mal sehr schön. Was haben wir denn? Dafür brauchen wir zwei Bomben, gell? Da gehen wir da mal nicht rein. Aber wir hätten dann den Kidney Stone und mit diesem Kidney Stone. Das hatten wir schon mal in einem Greed-Modus. Der macht nämlich folgendes, dass man seinen Schuss auch so aufladen kann, wie bei dem Cursed Shot zum Beispiel. Nur verhindert da halt so ein kleiner Stein, so ein Stein wie Asterix hinten mal trägt, sag ich mal. Oh Gott, da haben wir uns treffen lassen, beziehungsweise haben wir uns selber wehgetan. Genau, der verhindert, dass man schießt. Und wenn man dann loslässt, die Schusstaste, dann fliegt einmal dieser Stein los und dann noch so eine Reihe an Tränen. Und das ist eigentlich ganz cool. Mag ich auf jeden Fall. Guck mal hier. Der Kado können wir auch einmal einsetzen. Und ich finde das ein bisschen blöd, dass ich hier die ganze Zeit diese Schusstaste drücken muss. Weil es passiert ja doch häufiger mal, dass man die nicht festhält. Und dann ist man einfach tot. Und ihr habt mir noch den Tipp gegeben für diese Challenge, dass ich keine Scheißhaufen anschießen soll, weil Scheißhaufen zählen anscheinend genauso. Was ist das denn für ein Ding? Als wenn man nicht treffen würde. Bei Feuer ist das komischerweise aber nicht so. Also Feuer kann ich ausschießen, nur Scheißhaufen kann ich nicht kaputt machen. Genau. So, und das hier ist ein neues Item, das kenne ich noch gar nicht. Sieht aus wie ein... Voll... Keine Ahnung, wie sieht das aus? Wie ein Hügel. Wie ein Maulwurfshügel. Fruitcake. Rainbow Effects, okay. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es Shops und goldene Räume in dieser Challenge. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das ist doch schon mal ganz schön. So, ich glaube, wir gehen einfach mal in den Stachelraum. Wir haben ja da noch ein Leben. Oh, shit. Habt ihr das gesehen? Unsere eine Träne ist um uns rumgeflogen. Das ist nicht gut. Nein, wir haben komische Effekte mit unseren Tränen. Nein, wir haben Rainbow-Effekte. Warum? Ich glaube, da können wir... Oh, get out of the jail. Sesam, öffne dich. Okay, hier ist mal überhaupt nichts. Die haben wir mit der letzten Challenge freigeschalten, aber hier ist anscheinend kein Geheimraum. Und deswegen gehen wir hier jetzt raus und wir werden sterben, weil ich dieses blöde Item eingesammelt habe. Und aus diesem Grund können wir eigentlich schon neu beginnen. Ja, machen wir jetzt auch. Ach ja, dabei lief das doch so schlecht. Verdammt, okay, also diesen Haufen dürfen wir auf jeden Fall nicht mitnehmen.
gut. Wir haben ja nicht so viel verloren, haben ja nicht mal die erste Challenge, oder den ersten Raum gemacht, haben ja nicht mal den ersten Boss besiegt. Obwohl eine XL-Ebene halt schon irgendwie, ganz nett war. Aber ja, mit diesem Rainbow-Effekt kann man das gleich vergessen. Allgemein alle Items, die irgendwie die Tränen-Effekte verändern, sind blöd, glaube ich. Allgemein gesprochen. Außer halt, was richtig gut wäre für diese Challenge, wäre irgendwie, eine Technologie 2 zum Beispiel, dass man so einen konstanten Laser die ganze Zeit hat, weil dann kann man sich ja auf jeden Fall nicht selber treffen. Und was noch gut wäre, wäre zum Beispiel Brimston oder so. Weil das sieht ja wohl auch nicht so, als wenn man dann nichts trifft, oder? Ich glaube nicht. Allgemein alles so Laser, Brimston und so ein Krams wäre bestimmt ganz toll. So, suchen wir nochmal kurz den goldenen Raum, bevor wir dann zum Boss gehen. Aber ehrlich gesagt möchte ich diese Challenge jetzt mal schaffen. In dem Livestream weiß ich noch, da sind wir sogar mal bis zu Isaac gekommen. Und haben da dann verkackt. Das ist gar nicht so schlecht. Damit können wir dann die Gegner wenigstens einfrieren. Dann können wir die leichter treffen, wenn das mal irgendwelche blöden Gegner sind. Was haben wir hier? Was bist du denn? Pop, pop. Okay, was auch immer. Nehmen wir mal mit. Wir haben leider keine Bombe. Allerdings könnten wir kurz in den Shop nachgucken, ob es da vielleicht eine Bombe gibt für uns. Es gibt eine Bombe, aber es gibt auch ein... Es gibt auch ein There Options. Das tat weh. Gut, ich nehme mal die Bombe mit. Vielleicht kriegen wir ein blaues Herz. Oder so. Das ist voll blöd, eine Bombe zu setzen, wenn du gleichzeitig auch noch hier anvisieren musst. Gut, das war jetzt plus minus null, aber egal. Weil wir uns ja auch ein blaues Herz im Shop kaufen könnten für 5 Münzen. So. Oh, ein Old Stats-Up. Das ist doch gut. Außer, dass wir halt größer geworden sind. Aber sonst ist das toll. Was würde uns denn sonst noch helfen? Auf jeden Fall ein Holy Mantle wäre cool. Oder Isaacs Herz. Mit Isaacs Herz, dann sollten wir uns eigentlich auch nicht treffen. Isaacs Herz wäre auch noch ganz cool. Also eins von diesen Sachen sollten wir uns irgendwie mal krallen. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, Devil Deal zu bekommen. Um eventuell einen Brimston irgendwo herzubekommen. Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr schön, weil dann wäre das ein ganz normaler Judas One einfach nur. Und ganz normale Judas Ones mag ich, weil Judas ist allgemein schon sehr stark. Und starke Charaktere sind toll. Vor allem, jetzt haben wir ja auch genug Leben dafür. Weil das einzig Schlechte mit Judas ist ja nur, dass er von Anfang an nur ein Leben hat. Aber das haben wir jetzt schon beseitigt, dieses Problem. So, schauen wir mal, ein Baby. Zählt das als nicht getroffen, wenn der irgendwas nicht trifft? Nee, okay, gut. Das wäre auch ganz schön assig gewesen. Okay, dann wäre das vielleicht auch noch eine Idee. Einfach ganz viele Babys holen, die ganze Zeit für uns angreifen. So, das Blöde ist jetzt, dass das Baby auch Sachen töten kann. Und wenn wir dann schießen, während das Baby aber schon irgendwas getötet hat und wir dann deswegen nicht treffen, dann ist das wieder blöd. Naja, schauen wir mal, was wir so machen. Erstmal hier alles kaputt machen. Wir können uns aber nichts leisten, weil wir kein Geld haben. Wir können nach einem Geheimraum suchen. Der kann hier oben sein. Ist er auch. Mit hoffentlich ein bisschen Geld drin. Eine Trollbombe. Mit hoffentlich ein bisschen... Kein Geld für uns. Das ist echt traurig. Das ist ein blöder Geheimraum. Aber gut, haben wir wenigstens einen Geheimraum gefunden. Dann gehen wir jetzt zum Boss. So. Also unser Schaden ist super. Schlüssel haben wir auch genug. Hi, guck mal, ich habe ein Book of Belial. Aber es wurde irgendwie verändert, dass man dann... Dass man dann auf jeden Fall ein Devil Deal bekommt. Aber die Chance ist, glaube ich, trotzdem höher, wenn man es einsetzt. So, nehmen wir gleich mit. Welcher wird denn hier? Judas Schatten. Oh, shit. Und ein Little Brimston. Hätte auch was. Mit Judas Schatten würden wir stärker wiederbelebt werden. Da hätten wir auf jeden Fall 2 Leben. Und mit einem Little Brimston, da müssen wir ja trotzdem einmal schießen, ist das Blöde. Ich nehme mal Judas Schatten mit, aus dem einfachen Grund, dass wir dann wiederbelebt werden. Und aus dem zweiten Grund, dass wir dann
stärker sind. Und aus dem dritten Grund, dass wir jetzt auf jeden Fall noch eine höhere Chance haben, noch einen Devil-Deal zu bekommen. Und Devil-Deals brauchen wir auf jeden Fall. So, oh. Dann sind wir auf jeden Fall einmal schon mal sicher vor einem Tod. Na, komm, geh auf, danke. Wenn wir hier gleich irgendwo noch ein blaues oder ein rotes Herz finden, dann werde ich auch in den Stachelraum reingehen. Das ist perfekt. Tractor Beam ist doch super. Dann schießen wir nämlich auf jeden Fall immer gerade. Wow. Okay. In diesem Fall war das jetzt nicht so toll. Aber ansonsten ist das eigentlich ein gutes Item für uns gerade. Okay, Kakäufchen. Gut, dass wir unseren Begleiter dabei haben. Sonst würden wir uns hier jetzt die ganze Zeit verletzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wollen wir einmal ausprobieren? Nee, oder? Ist gerade ein bisschen risky, wenn ich... Ah, doch, darf man. Hä? Dann habt ihr mir ja wieder was Falsches erzählt. Mann. Keinen kann man hier trauen. Was haben wir hier Schönes? What's of Steel? Okay. Das finde ich doch nice. Da gehen wir auf jeden Fall ran. Oh. Nice. Einfach mal ein Damage-Up. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber wir haben's. Kriegen sogar noch eine Bombe wieder. Auch sehr schön. Dann können wir jetzt auch in den Shop reingucken, oder? Wollen wir? Weil wir haben 8 Münzen. Ja, komm. Wir haben 8 Münzen. Was ist das denn für ein Messer da oben? Keine Ahnung. Wir nehmen das blaue Herz mit. Wir sammeln jetzt einfach Herzen. Dann können wir auch das weiße Herz mitnehmen. Und dann gehen wir einmal in den Stachelraum. La. In der Hoffnung, dass wir Beamste bekommen. Nein, aber wir bekommen eine Passage. Okay. Naja, dann können wir... Dann können wir Mutters Herz auslassen. Oder welch... Oder die erste Womp-Ebene. Das hätte auch was. Aber so lange die Evos behalten. Nein, The Frail. Warum? Warum? Ah. Komm. Ah, oh Gott. Gut. The Frail ist ja echt so ein Boss. Oh, wir haben ganz schön viel Schaden. Okay. Ach nee, aber der hat ja zwei Formen, hat er, ne? Der hat ja zwei Formen, der Halunke. Komm, setzen wir unser Buch ein. Der Bastard, der mit seinem Laser, der mich als Lost schon ein paar Mal getötet hat. Au, ich hasse seinen Laser, ich hasse ihn wirklich. Toll, wir haben nicht mal ein Devil Deal bekommen. Okay, wollen wir noch nach einem Geheimraum suchen oder so? Wollen wir oder wollen wir nicht? Wollen wir nicht. Wir lassen das mal. Ich weiß zwar nicht, was unser Trinket bringt, aber... Egal. So, wir haben immer noch 4 Leben. Was willst du tun, Spiel? Wir haben immer noch 4 Leben. Und dazu haben wir noch ein zweites Leben. Wow. Okay, dieser Tractor-Beam ist doch nicht so geil. Pff, eigentlich schon, aber wenn ich mich dann bewege, dann schießt er nämlich nicht mehr gerade. Muss ich mich dran gewöhnen, dass mir meine Tränen dann folgen. So. Dann darf ich den nämlich nicht in den Lauf schießen, sondern... muss den halt immer nur folgen. Okay. Okay, aber wenn man das erstmal weiß, dann ist das bestimmt ganz einfach. Was ist das denn für ein Wichser? So ein Bastard. Okay. Aber noch geht's uns relativ gut mit unseren 3 Leben. So. Da hätten wir einen Bettler. Wir haben keine Schlüssel. Verdammt. Wo sind unsere Schlüssel hin? Aber wir töten gerade alles mit einem Hit. Das ist ganz nett. Das müssen wir ja jetzt einfach mal so sagen. Wir müssen nicht mal unseren Schuss ganz aufladen, um die zu töten. Pff, voll lächerlich. Wir sind viel zu stark. Aber am Ende werden wir uns wieder selber töten, so wie ich mich kenne. Ein bisschen Geld. 6 Geld für eine Bombe? Ja, komm, machen wir. Money. Oh, nö. Ich treffe den Scheißhaufen nicht. Ah, geh kaputt jetzt. Danke. Oh nein, so viele Gegner. Ich habe hier gerade nur ein bisschen Angst, dass ich gleich sterben werde. Aber guck mal, da ist zumindest ein Regenbogen-Scheißhaufen. Dann kriegen wir wieder volle Leben. So. Da haben wir eine Bombe wieder bekommen. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir hier irgendwo einen Stachelraum noch kriegen. Oh. Dieses Beam-Teil. Da muss er sich dran gewöhnen. Aber ich gewöhne mich da nicht dran. So, noch eine Mütze. Luck up. Luck up. So.
Okay. Wir machen viel zu viel Schaden. Guck mal, ich muss das gar nicht aufladen und wir machen trotzdem sau viel Schaden. So, wir waren nicht im goldenen Raum. Wir waren allgemein fast nirgendwo. Egal, holen wir uns erstmal den Devil Room, würde ich sagen. Aua, was soll das denn? Hä, was soll das denn? Macht er nicht auch irgendwie Schüsse? Kann der nur sein Brimsten machen? Wow. Okay, was auch immer, wir kriegen keine Devil-Räube mehr. Oh, ich bin traurig. Ich hätte gern Devil-Räube. Aber wir lassen uns jetzt einfach mal richtig viel Zeit und gehen hier alle Ebenen ganz schön ab und so, damit wir hier nichts verpassen. Wir haben ja keine Eile, wir wollen einfach nur die Challenge schaffen. Dem können wir tatsächlich Sachen spenden, aber ich glaube, Schlüssel sind gerade wichtiger. Ich hoffe, wir kriegen hier noch irgendwo Schlüssel her, ist die Sache. Wahrscheinlich nicht. Wir könnten uns hier zweimal verletzen. Ja, komm. Verletz dich mal. Ist vollkommen okay. Danke, danke. Noch einmal. Vielen Dank. Dann einmal sterben. Dann haben wir auch unseren Schlüssel. Und dann gehen wir nämlich einmal kurz in den Challenge-Raum. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas Tolles bekommen. Die goldene Kiste mache ich einfach mal noch nicht auf. Machen wir dann später. So, stirb mal. Bitte dich wehtun. Ich hoffe, wir kriegen hier vielleicht noch einen Schlüssel, das wäre ganz schön. Dann könnten wir nämlich die goldene Kiste öffnen und in den Shop rein. Ah, der ist immer noch verbuggt, der Blödmann. Muss ich mich auch mal irgendwann drum kümmern. Aber ich bin zu faul. So, was haben wir hier? Wir haben eine Infested, ist nicht so schlecht. Und eine Range Down, ist uns, glaube ich, egal. Ach komm, wir wagen es. Gut, hat sich gelohnt. Dann wollen wir zuerst in den Shop oder zuerst in den goldenen Raum? Wir könnten gucken, ob hier der Geheimraum ist. Hier unten. Okay, das wird jetzt ganz schön blöd. Warte. So. Ach, scheiße. Das wird nix. Wie soll ich das machen? Ich muss hier so viele Sachen gleichzeitig drücken gerade. Ich muss nach unten laufen, ich muss nach oben zielen. Ne, das hört nichts. Weil der Typ die ganze Zeit schießt. Ich werde mich selber verletzen. Warte, wenn ich schieße und rausgehe, dann verletze ich mich nicht, ne? Okay, gut. So. Jetzt habe ich 3 Bomben dafür verschwendet und dann ist da nicht mehr der Geheimraum. Geil. Dann hätte ich lieber hier an dem spenden sollen. Technologie! 5. Aber das schießt dann auch ab und zu, ne? Okay, wir müssen also nicht mehr loslassen. Wir können die Gegner dann noch so vernichten. Das ist ja auch nicht so schlecht. Gut. Können wir leider nicht in den Shop gehen, aber... Oh, fuck. Technologie 5 ist doch schon mal super. Das schießt ja auch relativ häufig und macht uns, glaube ich, auch nicht schwächer, oder? Nee? Okay. Ja, geil. So ein Laser ist doch schön. Okay, damit können wir arbeiten. Wenn es uns also voll schlecht geht oder irgendwelche blöden Gegner kommen... die sich irgendwie zu schnell bewegen für unser Hirn, dann können wir den einfach mit Technologie 5 vernichten. Und da wir so viel Schaden haben, ich glaube, Technologie 5 übernimmt den Schaden von einem selber, oder? Also so wie das gerade aussieht, ja. Und es übernimmt sogar den Effekt von diesen... von unseren Sachen. Wir haben ja dieses Eisenteil aufgesammelt. Deswegen. Das ist ja cool. Okay, Technologie 5 ist super. Jetzt brauchen wir nur noch Technologie 2... Und dann sind wir toll. Ja, geil. Wir müssen nicht mehr selber schießen. Ah. Ich muss einfach nur die ganze Zeit die Taste festhalten. Und dann ist alles toll. Geile Schmackiko. I like that. I like that pretty much. Okay, ja, nice. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir nicht irgendwelche blöden Items einsammeln. Dass wir irgendwie sterben oder so. Und dann geht's uns gut. Ist halt nur ein bisschen nervig, die ganze Zeit die Schusstaste gedrückt halten zu müssen. Das tut irgendwann ganz schön weh. Ihr glaubt gar nicht, was für Qual ich gerade erleide. Aua. Aua, habe ich gesagt. Ihr sollt mir nicht wehtun. Ach egal, wenn ihr mir ein Herz ergebt, dann verzeih ich euch. Verzeih ich euch. Geht das auch blöd? Egal. Hallo Loki. So, mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt machen. Ja, doch, ist glaube ich trotzdem höher. Okay, aber mit unseren normalen Schüssen sind wir natürlich nochmal sehr viel stärker. Nehme ich gleich mit. Das gibt uns ja auch 2 Herzchen. Das wäre nochmal ein Damage-Up. Ist die Frage, ob wir das brauchen. Unser Damage ist ja
quasi schon ganz oben, obwohl Damage ja immer höher geht. Und Inkubus ist auch ganz cool, aber der kostet 2 Herzen. Das ist teuer. Ist aber an sich beides sehr cool. Wir könnten jetzt richtig stark werden. Wir könnten beides mitnehmen, als Black Judas wieder spawnen. Und dann die blauen Herzen mitnehmen. Dann wären wir richtig stark, weil der Inkubus übernimmt ja auch den Schaden, den man selber hat. Wollen wir das machen? Ach komm, wir machen jetzt YOLO. YOLO Bauda Dolo. Oh nein, dann sind wir gestorben. Gut, dass wir Black Judas noch sind. So, sind wir noch ein bisschen stärker. Oha, ja. Man hat, glaube ich, gesehen, dass wir ein bisschen stärker geworden sind. Und wir haben noch 4 Herz. Alter, was haben wir denn für komische Tränen jetzt? Krass. Okay. Und da wir das nicht als Judas beenden müssen und Black Judas zählt trotzdem als Judas. Und daher alles Töfte. So. Jetzt haben wir einen Inkubus. Ist die Frage, wenn wir jetzt selber schießen, muss der Inkubus dann auch treffen? Das ist nochmal so eine Frage. Weil der lädt den Schuss ja anscheinend auch gerade auf. Aber anscheinend muss er nicht treffen. Nee, eben hat er nämlich nicht getroffen. Okay, cool. Ich glaube, wir besiegen Bosse gerade richtig, richtig schnell. Und alles andere auch mit dem Laser. Also die kleinen Gegner mit dem Laser, die Bosse mit unserem coolen Strahl. Oh, wir sind schon beim Mutti. Okay, mal gucken, wie schnell die stirbt. Ha, doch. Ist ganz nett, würde ich sagen. Ja. Das ist ja voll retarded. Okay, wir müssen zu Isaac gehen. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall das Polaroid mitnehmen. Hier schauen wir einmal rein. Wir werden garantiert nichts davon mitnehmen. Was ist das für ein Pilz? Was ist das für ein Pilz? Ich glaube, ich hatte den noch nie. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare rein. Dieser Pilz hier oben links. Keine Ahnung, was er macht. Aber wir nehmen ihn nicht mit. Unsere Tränen sind super. Okay, ist nice. Dann sind wir jetzt schon in The Womb, gell? So. Ist die Frage, welche Ebene wollen wir jetzt auslassen? Wollen wir diese Ebene auslassen und dafür Mams Herz besiegen? Oder wollen wir Mams Herz auslassen? Womb ist halt so eine Sache, weil wir haben nur viel... Wir versuchen es mal einfach so. Vielleicht ist der Boss hier ja irgendwo. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwie... Ah, ich will nicht mehr drücken hier. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein blaues Herz oder sowas. Dankeschön. Wenn man davon spricht, dann kommt es immer. So, jetzt nur nicht treffen lassen, weil das wird wehtun. Das wird ziemlich wehtun. Aber ich kann meine Taste nicht mehr drücken. Ah, das tut weh. Die ganze Zeit in eine Richtung zu drücken und nicht loslassen zu dürfen. Ach, hier haben wir schon den Boss. Okay, nice. Nochmal Loki. Ach, der gespaltene Loki. Haben wir ihn eben aufgeteilt? Oh nein, was haben wir getan? Alter. Und durch den Inkubus sind wir halt nochmal viel stärker. Lila Spritze ist OP, habe ich gelernt. Hat mir der Lokalist gesagt. Gut, und die nächste Ebene können wir einfach überspringen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Wir hätten diese Ebene überspringen können. Arg. Weil wenn wir hier Passage machen, dann landen wir in der Hölle. Das ist blöd. Jetzt habe ich extra die Ewos-Dings mitgenommen und sie bringt uns überhaupt nichts. Verdammt. Egal. Hättet ihr mir ja auch mal früher sagen können, dass ich die Ebene eben überspringen hätten müssen tun. So, wir müssen uns merken, wie viele Leben wir jetzt haben. Wir haben jetzt noch 4 Leben. Ist nicht ganz so viel, aber ist okay. Könnte schlimmer sein. Und wir kriegen jedes Mal, wenn wir ein Leben verlieren, auf jeden Fall noch ein Schild. Oh Gott. So, trotzdem wäre es ganz schön, wenn wir hier noch irgendwie zumindest ein blaues Herz bekommen. Irgendwie, irgendwo. Aber unser Schaden ist super. Der ist schon super, obwohl wir nicht mal... unser Buch da einsetzen. Da ist ein blauer Stein! Geil. So. Geilo! Okay, dann haben wir jetzt 6 Leben. Perfekt, 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 perfekt. Also es sieht sehr gut aus, dass wir diese Challenge diesmal schaffen. Und wir brauchen nicht mehr lang dafür. Wir sind gerade mal bei 25 Minuten gerade. Geilo. Hier jetzt kein Leben verlieren, dann ist alles toll. So. Okay. Aber der Laser hilft uns auch enorm weiter. Muss man ja einfach mal so sagen.
Und wenn wir einmal schießen, dann machen wir einfach doppelten Schaden wegen unseren Inkubus noch. Das ist schon ganz schön krass. Und sein Todesengel der gefallenen Monster. Okay, was ist, was das für ein Geräusch gemacht hat? Ich bin ein Riese. Okay. Ein neues Trinket. Ich weiß nicht, was unser Trinket gerade macht, aber es hat nichts Schlechtes gemacht, so wie ich das in Erinnerung habe. Von daher behalte ich das mal. Könnte nicht einfach unser Trinket weggeben, das wir gleich von Anfang an bekommen haben. Es hat uns auf dieser Reise gut begleitet, von daher behalten wir das auch mal. Und da sind wir schon bei Lips. Heiner. Au. Oh Gott, wir haben nur noch 5 Leben. Wir müssen Schild, das relativ lange hält. Nö, leider nicht. So, einmal schießen. Nochmal schießen. Dann solltet ihr auch gleich schon tot sein. Perfekt. Wir könnten sogar noch zu The Hush gehen. Bringt uns aber überhaupt nichts. Deswegen gehen wir einfach zu Isaac. Wir sollten 5 Leben haben. Und das ist schon die letzte Ebene jetzt, ja. Ja, gut, okay. Sollte machbar sein auf jeden Fall. Oh, okay. Oder auch nicht. Also ich sag mal, wenn wir mit 3 Leben zu Isaac kommen, dann ist der One gewonnen. Ich hoffe, ja, wir müssen nur bis zu Isaac. Nicht bis zum Blue Baby. Wenn ich das richtig sehe. Okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Warum? Warum du? Warum? Komm, stirb einfach. Stirb einfach. Danke. Hä? Wieso wurde ich denn jetzt trotzdem... Da ist noch eine Spinne. Warum ist da eine Spinne? Wo kommt die Spinne her? Ach, scheiße. Nein, oder war das der falsche Weg? Wo würdet ihr lang gehen? Links, rechts, unten? Ich gehe nach rechts. Oh Gott. Das ist jedes Mal Risiko, wenn ich selber schieße. Dass ich mich dann immer wieder selbst verletze. Blaues Herz? Nee. Was bist du denn nochmal? Keine Ahnung. Bitte, bitte nicht weh. Nein, du Arschloch. Wir müssen ganz schnell zu Isaac, aber sowas noch schnell. Wieso schon wieder du? Willst du mich aber verarschen? Und na, doch, ich habe getroffen. Okay, gut. Blaues Herz. Blaues Herz. Hier ist ja wohl irgendwo ein blauer Stein. Come on, in solchen Räumen ist immer ein blauer Stein. Ah, warum diesmal nicht? Blaues Herz vielleicht. Eine 4? Was? Oh, gar keine Ahnung. Wagen wir es mal lieber nicht. Nein. Ich will meine Leber. Das ist ein blauer Stein. Okay. Okay, 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 okay. Blaue Herzen. Danke. Wenigstens 1. Und das war's. Okay. 3 Leben. Sollten wir schaffen. Sollten wir schaffen. So, einmal das einsetzen. Oh. Da haben wir schon die 2. Form. Da haben wir die 3. Form. Das geht relativ schnell, würde ich mal sagen. Und da haben wir ihn besiegt. Sehr schön. Das ging relativ flott. Und wir haben den Kidney Stone. Er hat einfach aufgepinkelt, der Edmund. Geil. Ja, nice. Okay, noch eine Challenge geschafft. Haben wir nur noch 4 vor uns. Oh, die Onan-Zweck-Challenge. Die habe ich locker 4-mal versucht. Einmal in einem Video, 2-mal im Stream und jetzt das 4. Mal. Ja. Okay, aber der Laser hat uns sehr geholfen. Incubus hat unseren Schaden einfach nochmal verdoppelt, wenn wir geschossen haben. Wenn wir uns mal getraut haben zu schießen. Und wir hatten allgemein sehr viel Schaden. Dank Judas Schatten und all dem Kram da, den wir bekommen haben. Okay, nice. War ja gar nicht so schwer. Was hatte ich da für ein Problem? Man muss nur wissen, wie. Gut, denn haben wir eine Challenge mehr und haben den Kidneystone freigeschalten. Ist das nicht toll? Dann würde ich sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ist die Folge nicht mal so lang, das finde ich auch gut. Dann kommt die vielleicht heute sogar noch. Geil. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss.